können die Masken abnehmen, glaube ich, geimpft. Ja. So, ich hoffe, wir können alle hören, dass wir laut genug sind. Ja, wir sind heute in Berlin und haben das Glück, weil du bist ja in der HPR-Sitzung und wir haben heute die GBJV-Sitzung von der Junggruppe aus und deswegen können wir heute die Abklärung hier live dabei haben und nicht so wie letztens. Und heute geht es quasi mit dir, Erika, um Frauen bei der Bundespolizei. Weiß nicht, ob du dich noch mal kurz vorstellen magst? Ja, also ganz kurz. Mein Name ist Erika Krause-Schönen. Ich bin stellvertretende Vorsitzende beim Hauptpersonalrat, aber in erster Linie Gewerkschaftsfunktion, stellvertretende Vorsitzende des Bezirks Bundespolizei und aber auch Vorsitzende der Frauengruppe im Bund der GDG. Und ja, ich komme ursprünglich auch mal aus der jungen Gruppe und deswegen bin ich sehr gerne bei euch, weil ihr sollt ja mal in unsere Fußstapfen reingehen und so wie wir damals auch immer gesagt haben, weg mit den alten Zöpfen, ist das Motto, glaube ich, bei euch genauso, denn es gibt viele alte, veraltete Strukturen und für uns gilt das auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir müssen ja nicht immer den Fehler wiederholt werden, aber wir müssen gucken, wie können wir die Balance halten. Und dass sie kräftig zuschlagen. Und deswegen dachten wir, genau, dass du die Richtige bist, weil Frauenpower, wie ihr schon gehört habt, Erika hat schon einiges durchgemacht, denke ich mal, und erlebt in der Behörde. Und deswegen habe ich mir mal so ein paar Fragen aufgeschrieben. Heutzutage, wir Mädels bei der Polizei, würde ja jetzt jeder denken, das ist normal mittlerweile. Also wenn eine Frau auf die Dienststelle kommt, du musst durchsuchen, du musst das machen, ist das eigentlich ganz normal. Wie war das denn früher bei dir? Oder wie ist der so, der Vergleich zu jetzt, heute, 2021 und damals, als du eingestellt wurdest? Ja, wo ich damals bei der Polizei angefangen habe, bis 94 war ich die einzige Frau im operativen Dienst. Ne? Also da war man eher schon wie eine Amazone. Dann kamen nach und nach die Frauen mit hinzu, was ich unheimlich wichtig finde für den Dienst. Aber wenn jetzt jemand denkt, dass der Frauenanteil irgendwie exorbitant gestiegen ist. Nein, seit 2000 haben wir einen Frauenanteil in der Bundespolizei von 19-20% und auch jetzt mit der vermehrten Einstellung. Wir sind nach wie vor nur bei einem Frauenanteil von 19-20%. Und das ist nicht viel. Und da muss man sich auch mal fragen, ist für Frauen der Beruf Bundespolizistin attraktiv genug? Oder gibt es da nicht einige Stellschrauben, dass wir unseren Beruf attraktiver machen können? Bei der Bundespolizei für Frauen. Wir brauchen sie. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Und was ich noch ein bisschen geschaut habe oder nachrecherchiert habe, damals wurde ja durch unsere Kolleginnen, vielleicht auch mit durch dich, deswegen jetzt die Frage, die Vereinbarkeitsfrage gestellt, dass es ja Frauensache ist. Wie ist es denn heute so? Ja, also ja, wir haben damals vor 25 Jahren damit angefangen und haben über die junge Gruppe natürlich und dann auch über die Frauengruppe die Vereinbarkeitsfrage thematisiert und wurden zum Anfang belächelt. Heute ist die Vereinbarkeitsfrage, wenn man sich die Audit-Zertifizierung Vereinbarkeit von Familie und Beruf anguckt, eine Selbstverständlichkeit, die aber nicht selbstverständlich umgesetzt wird. Die Vereinbarkeitsfrage wird in vielen Bereichen auch behördlich immer gerne auf Frauen reduziert. Es ist für mich aber keine Frauensache. Es ist für mich eine Familiensache. Egal ob Frau und Mann oder Frau Frau oder Mann Mann. Wir haben ja unterschiedlichste Familienmodelle. Es geht doch darum, wie bekomme ich Erziehungsarbeit, Pflegearbeit, also die sogenannte Care-Arbeit, koordiniert. Wie bekomme ich das mit dem Berufsleben vereinbar und wie bekomme ich das alles irgendwie organisiert? Und dazu helfen nicht nur, dass man Ganztagsbetreuungsplätze hat, was heute in einigen Bereichen selbstverständlich geworden ist. Ich kann mich daran erinnern, ich komme aus den neuen Ländern. Für uns war es selbstverständlich. Nein, in alten Ländern ist da vieles nicht selbstverständlich gewesen. Und wenn ich das heute noch sehe, wie oft Kolleginnen eingeschränkt sind, weil sie nur von 8 bis 16 Uhr einen Betreuungsplatz haben, was aber mit unserer Dienstzeit nicht kompatibel ist. Also da gibt es noch einiges zu tun. Und es ist für mich nicht einseitig. Frauen und Männer hängen da gemeinsam im Boot und sollten das auch gemeinsam machen. Und Frauen, lasst einfach auch mal los. Männer können es sehr gut mit Kindern. Und Männer können es auch mit Pflege. Traut den Jungs was zu und ich sage auch, ich
freue mich, dass gerade viele junge Männer das auch anders gestalten wollen. Sie wollen das anders haben. Sie wollen genauso bei den Kindern mit dabei sein, die Entwicklung sehen und alles. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das hat sich auch mittlerweile komplett verändert, dass man jetzt vielleicht eine Frau jetzt nur an Küche, Herd, Kinder sitzen sieht. Naja, die so guten 3 Ks, wie man früher immer gesagt hat. Ne? Kirche, Küche und Karriere kam überhaupt nicht vor. Aber es ist aber auch zu verzeichnen, dass Männer rigoroser den Karriereweg gehen als Frauen. Ne? Dass Frauen immer zwischendurch mal auf der Strecke bleiben. Und auch da müssen wir uns drum kümmern, wenn es denn Frau will. Also ich muss das motiviert vielleicht. Ja. Aber jetzt nochmal ganz kurz, wir hatten gerade das Wort Modelle oder Zeit oder wie die Zeit so geplant wird, sagen wir mal vom Dienst her. Deswegen jetzt, wie ist es denn jetzt bei uns, Bundespolizei sagt, egal jetzt ob Mann, Mann, Frau, Frau oder jeweils eine Mann, Frau, Thema flexible Arbeitszeiten oder Teilzeit. Ja. Was gibt es da für Modelle oder ist es bei jedem unabhängig? Wie? Also erstmal muss ich sagen, ist das immer eine individuelle Geschichte. Wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, wir sind eine 24-7-Rundum-Behörde, eine 24-7-Polizei. Der Großteil unserer Leute arbeitet ganz normal als Kontrollstreifenbeamte oder als Einsatzkraft in der Hundertschaft oder in den einzeldienstlichen Dienststellen. Das heißt, früh, spät, Nachtschicht. Wie bekomme ich das am besten koordiniert? Da sollte man sich immer irgendwie an die Dienststelle wenden. Wir haben immer flexible Korridore, da wird sehr viel Möglichkeit gelassen, dass ich zum Beispiel, ich sage es jetzt mal, Kinderbetreuungseinrichtung macht um 6 auf, ich hätte um 6 oder halb 6 Frühschicht beginnt, dass ich dann eben erst 6:30 oder um 7 auf der Arbeit bin, als Korridor, das hinten ranhänge. Oder wie ich das anders einteilen kann. Und das sind individuelle Absprachen und eine Frau muss nur allein wegen Kinderbetreuung, nicht im Tagesdienst versumpfen oder reingehen und sich dadurch vielleicht Karrierechancen wegnehmen oder dadurch zurücknehmen. Wir haben x verschiedene Teilzeitmodelle. Teilzeit wird von vielen immer so gesehen, ja, hälftig Arbeit. Also 20. Tagschicht immer die Hälfte so. Ja, so ungefähr 4 Stunden oder so, wenn ich jetzt von der Vollzeit von 40 Stunden, 41 Stunden ausgehe. Nein, wir haben unterschiedlichste Teilzeitmodelle. Ich kann zum Beispiel 30 Stunden tätig sein. Ich kann aber auch 35 Stunden tätig sein. Und Teilzeit kann ich ja immer machen. Wir haben ein Modell, zum Beispiel Teilzeit in der Elternzeit, was sehr viele Kolleginnen und Kollegen beanspruchen, auch sehr viele Kollegen, was ich ganz toll finde. Aber auch aus familienpolitischen Gründen kann ich Teilzeit machen, aus Grund von Pflege kann ich Teilzeit machen. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass da mehr flexiblere Ansätze sind. Und ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, Erholungsurlaub 10% immer anzusparen nach § 7a Erholungsurlaubsverordnung, die ich dann später nehme. Die kann ich dann nehmen bis zur Veränderung des 12. Lebensjahres. Da würde ich mir vom Dienst her wünschen, dass ich das nicht tageweise nehmen muss, sondern das vielleicht auch in Stunden aufsplitter und dass ich dann zum Beispiel eine Vollzeitkraft bin, aber in Teilzeit mit 6 Stunden zum Beispiel tätig bin. Ja. Dass ich das splitte, dass ich trotzdem dann flexibel einsetzbar bin. Da gibt es so viele Sachen, wo wir noch so viele Möglichkeiten haben, wo der Dienst ja nicht weiterdenkt. Aber ich sage auch immer, wir machen die Gesetze, meistens alte Männer, Minimi-Prinzip. Und ich sage immer, Männer wissen sehr genau, was wir Frauen brauchen. Nein, das wissen sie nicht. Wenn wir Frauen das wollen, müssen wir auch selber dafür eintreten und dafür kämpfen. Ja, wow. Und dann die Frage, stell dir vor, ich würde jetzt sagen, ich möchte jetzt gern eine flexible Arbeitszeit oder Teilzeit arbeiten. Gibt es da irgendein Formular oder wie fange ich denn jetzt einfach an, ich möchte jetzt ab morgen oder ab irgendwann jetzt Teilzeit arbeiten? Wie gehe ich da jetzt am besten vor? Ja. Also du hast jetzt zum Beispiel ein Kind und möchtest jetzt deswegen in Teilzeitarbeit oder eine Pflegeaufgabe, ne? Dann kannst du ganz normal den Antrag in deiner Dienststelle stellen. Teilzeitanträge gibt es auch selber in der Dienststelle abrufbar im Internet. Wenn du das nicht vielleicht findest, kannst du dich gerne an deine GdP-Vertrauensfrau oder den Vertrauensmann wenden. Die helfen dir da hundertprozentig über deine örtliche Personalvertretung. Das Ganze legst du dir runter, füllst das Ganze aus, das wird an die Verwaltung gegeben und da gibt es kaum Versorgungsgründe. Also das ist ganz unkompliziert, ganz einfach zu machen, was ich aber auch immer dazu sage, vergesst eins nicht. Teilzeit heißt auch weniger Geld, weil ja nur die Arbeitszeit bezahlt wird, die geleistet wird.
Und Teilzeit heißt auch weniger Pensionsansprüche. Deswegen bin ich so ein Verfechter von, wir haben ja gerade viele Paare bei der Bundespolizei. Warum gehen nicht beide auf 30 Stunden? Warum bleibt der eine, meistens der eine in Vollzeit und die eine geht auf Halbtag 20 Stunden? Nee, wenn beide 30 Stunden arbeiten würden, also die Dienst noch auf 30 Stunden Kraft ist, dann sind erstmal die Abzüge nicht so hoch. Und zweitens, vorausschauend, auch ihr werdet mal älter, Pensionierung, sind dann auch die Pensionierungsabzüge nicht so hoch. Und ich sag mal, in dem gibt es keinen Garantieschein. Wer sagt denn, dass die Verbindung dann hält, mit 30 verliebt, mit 50 eventuell geschieden? Nee, und dadurch kommt auch sehr oft Altersarmut bei den Frauen. Worüber wir ja auch sprechen in der Frauengruppe, weil die Altersarmut ist durch dieses alte Familienbild geprägt und kommt auch mit zustande, weil die meisten Frauen dann nicht Vollzeit gearbeitet haben und dadurch natürlich die Pensionierungsansprüche auch nicht gegeben sind. Und das ist ganz schön, die Abzüge. Also da haben sich einige Kolleginnen schon erschrocken. Also vielleicht auch als Tipp an unsere Kolleginnen, wenn man einfach dazu vielleicht mehr Fragen hat, dass ihr einfach euch als Frauengruppe, wäre jetzt die perfekte Lösung, aber uns GDP da quasi ansprechen und wir würden sowieso an euch verweisen. Weil ihr seid ja die Spezialisten, ihr könnt am besten helfen. Und vielleicht der Tipp an die Paare, teilt euch auf. Teilt euch auf, gemeinsam und übrigens nebenbei. Gemeinsam macht es auch mal Spaß, weil beide Teile gleich viel für die Kinder da sein können, beziehungsweise für die Pflegeaufgaben und es ist ein Mehrwert für die Familie. Das stimmt. Aber wie sieht es denn jetzt, ganz anderes Thema, weil wenn ich jetzt mir überlege, ich würde jetzt Kinder haben und würde dann Teilzeit gehen und würde jetzt in einer Führungsposition sein, dann ist das ja auch nicht ganz so einfach. Wie sieht es denn überhaupt mit der Führungsebene aus? Sind wir denn so viele Frauen in Führungspositionen, wie man immer so hört, dass es immer mehr Frauen kommen und das Frauenpower und... Also ich sag jetzt mal so, wenn man so das nach wie vor sieht, dass Frauen ja meistens die besseren Abschlüsse oder sonstiges haben, bleibt das nachher beruflich irgendwo auf der Strecke. Ja, wir haben zwei Präsidentinnen in der Bundespolizei in Direktion, wo ich aber auch sage, wenn man dahinter guckt, ist ja Familie oder so, also man geht auch einen Weg in der Karriere, wo vielleicht auch einiges auf der Strecke bleibt. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen. Ich bin stolz darauf, dass wir zwei Präsidentinnen in der Bundespolizei bereits haben. Aber wenn man sich anguckt, die gläserne Decke ist doch hart, sehr hart. Wenn man sich einfach mal das Intranet durchguckt, jetzt lasse ich mal stellvertretende Dienstgruppenleiterinnen weg, sondern gehe nur auf die Ebene Dienstgruppenleiter, nur DGL-Ebene. Da kann man die Frauen, die laut Intranet diesen Dienstposten innehaben und nicht mit der Aufgabenwahrnehmung betraut sind, also wirklich den Dienstposten innehaben, an diesen Händen abzählen. Und das in der gesamten Bundespolizei. Und das ist nicht mehr erzählt. Und das, muss ich sagen, ist dann sehr traurig. Viele Frauen sind in Stabsfunktionen, muss ich jetzt dazu sagen, also auch Bürotätigkeiten, aber gerade operativ, was aber auch Wechselschichtdienst bedeutet oder so, weniger. Wirklich weniger, und so wie ich gesagt habe. Und was ich auch sagen muss, es ist ein Grund, Frauen scheuen sich auch davor, wenn gerade vom mittleren Dienst in den gehobenen Dienst den Aufstieg zu machen oder vielleicht dann auch in den höheren Dienst, ist, wie die Verwendung in der Bundespolizei ist. Weil meistens hängt schon Familie dran und dafür stecken die Frauen dann eher zurück. Dafür stecken sie zurück wegen den Kindern. Es heißt nun mal dann 2,5 Jahre bundesweit unterwegs sein. Komme ich, wenn ich fertig bin mit dem Studium, wieder dahin, wo ich vorher war, wo ich ja meinen Familienmittelpunkt habe, wo ich vielleicht auch Familie habe, die mich auffangen können für die Kinderbetreuung, wenn ich eben Nachtschicht habe oder so, wenn ich das vielleicht nicht so richtig koordiniert bekomme. Das ist ein großes Handicap in der Bundespolizei. Da würde ich mir manchmal auch mehr Flexibilität wünschen, wenn ich dadurch auch mehr Frauen im Wechselschichtdienst gehalten bekomme, weil wir brauchen Frauen dringend im Wechselschichtdienst und gerade auch im Wechselschichtdienst in Führungsebenen. Weil wie gehört 7 Stück bundesweit? Also laut Internet, ne? Wenn man das jetzt mal so mal die Dienststellen durchguckt. Ne? Aber ist das vielleicht mit auch also ein Grund, wenn man sich überlegt, wenn Frauen zurückstecken, Kinder, Familie, wenn man im mittleren Dienst ist und in den gehobenen Dienst aufsteigen möchte, man muss ja von zu Hause weg, man lässt quasi wieder, hätten wir wieder die Story, den Mann wahrscheinlich oder die Freundin, Partner zu Hause mit Kind, mit Pflegefall, mit was auch immer und geht dann in den Aufstieg und ist dann die meiste Zeit von zu Hause weg. Viele Frauen denken vielleicht auch, dass sie das gar nicht schaffen.
Also ich sehe das anders, also erstmal Frauen, traut euch das zu, genau. Ihr könnt es. Ich sage immer, wer eine Familie managen kann, kann das erst recht. Weil eine Familienmanagung, da gehört sehr viel Organisation dazu. Und in vielen Frauen stecken Managerfunktionen, um das mal richtig männlich herzusagen. Sie sind Managerin. Ich sage aber auch, 2 Jahre vergehen, und ich spreche aus eigener Erfahrung. Mein Sohn war damals 5 Jahre alt, wo ich den Aufstieg gemacht habe. Und durch die Praktika-Anteile, weil man die auch dann relativ heimatnah verbringen kann, das kann man auch koordinieren, da muss auch die Dienststelle einiges zulassen, kriegt man das hin und wie gesagt, traut den Männern was zu. Ich muss das auch lernen, sonst war nicht alles so in Ordnung, wie ich das meinte. Aber man lernt darüber hinwegzugucken, man lernt aber auch dann an Fähigkeiten bei seinen Partnern mal zu schätzen. Und es funktioniert. Es funktioniert. Apropos Führungsebene, der Seehofer-Aufstieg, ich weiß nicht, ob das eben ein Begriff ist, vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären. Wie sieht es denn da mit uns, Mädels, Frauen, Kolleginnen aus? Ja. Oder der Anteil, also wie viele sind denn da so zugelassen worden, wenn sie das so auf? Ja, wir haben ja als GDP um den Seehofer-Aufstieg gekämpft, dass 2000 Stellen in den gehobenen Dienst mit Kolleginnen und Kollegen in den gehobenen Dienst überführt worden sind. Nach den ersten Voraussetzungen haben wir uns als GDP, geführten Hauptpersonalrat, massiv dafür eingesetzt, dass die Anforderungen runtergesetzt worden sind, dass Frauen überhaupt in den Genuss kommen. Voraussetzungen sind ja Hauptmeister bzw. Hauptmeister mit Zulage und nach einem Eignungsgespräch, wenn die Befähigung zuerkannt wird, dass man dann in den gehobenen Dienst kommt. Ja, im Nachhinein muss ich sagen, und dann kommen wir zu Beurteilungsgerechtigkeiten. Sehr, sehr wenige Frauen konnten bisher den Seehofer-Aufstieg nutzen, weil die Frauen sind im Durchschnitt schlechter beurteilt. Und wenn ich jetzt wieder höre, wir haben ja noch nicht so lange Frauen, seit 1987 gibt es Frauen bei der Bundespolizei. Das sind über 30 Jahre. Jetzt muss ich mal ganz ernsthaft fragen, über 30 Jahre, wieso wird immer noch gesagt, weil Frauen noch nicht so lange bei der Bundespolizei sind, das widerspricht sich. Nein, wir müssen da mehr zu einer Geschlechtergerechtigkeit in den Beurteilungen kommen. Und dazu haben wir auch wissenschaftliche Studien ja gemacht über die GdB, über die Hans-Böckler-Stiftung und weisen darauf immer hin. Dadurch ergibt sich auch das Merkmal gendergerechte und geschlechtergerechte Beurteilungsmerkmale in der Beurteilung. Ich weiß, viele hassen das Wort gendergerecht, das Recht geschlechtergerecht, was damit verknüpft ist. Und können sich darunter nicht vorstellen, Frauen sind nach wie vor strukturell benachteiligt in den Beurteilungen und vor allem gerade, wenn sie Teilzeitkräfte sind, da kommt wieder, wie ich sage, Minimi-Prinzip. Man fördert immer das, was sich eins am nächsten ist. Und wenn die Kollegin sowieso nicht da ist, weil sie ja nur in 6 Stunden da ist auf Arbeit, wo sie vielleicht in den 6 Stunden genauso das gleiche schafft wie der 8-Stunden-Kollegin, ist man hinten dran. Aber da haben wir auch schon, wenn ich jetzt mal ganz kurz ausführen darf, Ideen zu. Wir haben da den BNI schon mal vorgeschlagen, das sogenannte Kaskadenmodell, wo wir nach wie vor darum kämpfen, dass Frauen gemäß ihres Anteils in dem jeweiligen Amt dann genauso in den Seehofer-Aufstieg kommen müssten, genauso wie Männer gemäß des Anteils, also dass es ausgeglichen ist. Das nennt man auch Gaußsche Verteilungskurve. Ist ein bisschen kompliziert, aber wenn da genaue Fragen zu sind, stehe ich gerne mit Antworten zur Verfügung. Wenn sich da Kolleginnen vielleicht angesprochen fühlen könnt, darum kämpfen wir auch. Entweder an euch wenden oder direkt an unsere Instagram-Seite. Und vor allen Dingen, wenn sie sich an euch wenden, bitte immer zu. Fragt die junge Gruppe, weil wir drauf sind sowieso beim engen Austausch. Dafür haben wir ja unseren Account gemacht. Dann zum letzten und ich finde auch mit am wichtigsten Thema, was man vielleicht noch mit anbringen könnte und vielleicht einigen Kollegen und vor allem natürlich auch Kollegen helfen könnte. Wie würde ich mich verhalten, wenn ich am Arbeitsplatz mitunter, ob es jetzt Kollegen sind oder auch vielleicht die Führung, ich mich sexuell belästigt fühle am Arbeitsplatz oder ich jetzt mitbekomme, dass frauenfeindliche Äußerungen mir gegenüber getätigt werden? Wie verhalte ich mich da oder wo gehe ich hin, an wen kann ich mich wenden, wenn ich mich jemandem anvertrauen möchte? Also da sage ich erstmal, nein heißt nein, stop. Klipp und klar. Wenn dann die Linie überschritten wird,
wenn er dich entweder an die Gleichstellungsfrau aufbrachte, an deine Vertrauensmann GDP, an die Personalvertretung, aber auch Schwerbehindertenvertretung. Also wirklich, wir sind alle verpflichtet, da die Gesetzlichkeiten umzusetzen. Wir haben in den 90er Jahren, da war es eine ganz große Debatte dazu, wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, Dienstvereinbarung zum partnerschaftlichen Umgang am Arbeitsplatz, was gegen sexuelle Belästigung, Mobbing und alles ging, abgeschlossen. Wir haben das AGG, wir haben verschärfte Strafvorschriften und jetzt muss man auch mal den Kollegen oder den Kolleginnen sagen, die das begehen, dass sie Straftaten zum Tragen gehen. Und jetzt kann ich noch eins sagen, wir als GDP geben gerne Rechtsschutz, aber nicht bei sexuellen Übergriffen. Bei Sexualstraftaten wird bei uns kein gewerkschaftlicher Rechtsschutz gewährt. Und da muss ich jetzt auch dazu sagen, sehr oft, es gibt auch falsche Verdächtigungen, man geht ja immer von einer Unschuldsvermutung aus. Komischerweise bleiben aber die Leute falsche Verdächtigungen in Erinnerung. Das sind vielleicht 10%. 90% sind Opfer, die da belästigt werden. Und da müssen wir dringend was tun. Da sind wir da als Ansprechperson jederzeit immer ein offenes Ohr und da muss gegen angegangen werden. Und solche Leute, die sowas machen, haben bei uns in der Bundespolizei nicht zu suchen. Klipp und klar. Egal wie was gesehen wird. Und erst recht nicht in einer vorgesetzten Funktion, weil das Ausnutzung ist. Also das ist ja doppelt schlimm. Wenn ich als Vorgesetzte sage, ich jetzt mal, ich drehe jetzt mal den Spieß um, wenn ich jetzt, ich bin ja auch Dienstgruppenleiterin, wenn ich jetzt als Dienstgruppenleiterin einen jungen Polizeimeister, der 22 Jahre alt ist, irgendwie anmachen würde, das würde mir erstmal total widerstreben, vielleicht habe ich da auch eine andere Einstellung zu, aber unabhängig davon, es gehört sich einfach nicht und es gibt bestimmte Grenzen und Nein heißt Nein. Klipp und klar. Also vielleicht mit an die Botschaft an alle Kolleginnen oder Kollegen, die in der Situation hoffentlich nicht so viele sind. Was ich auch dazu sagen möchte ist, wir haben ja auch die ILO 190, das ist eine internationale Abkommen, wo es um sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz geht und ich hoffe, dass durch Deutschland auch diese ILO 190 ratifiziert wird, da haben wir noch ganz andere Sachen drin. Auch mal so. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, beenden wir das hier langsam, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu lange hier von uns kümmern. Aber ein was hinweg an alle, die bis hierher zugehört haben und wir hatten ja Thema zum Beispiel Aufstieg und alles andere, haben wir vorhin die gute Nachricht bekommen und die wird durch Erika jetzt sagen. Ja, also wir haben ja ganz große Probleme in der Bundespolizei, dass ja immer während der Aufstiegsausbildung, wenn man gerade vom mittleren in den gehobenen Dienst aufgestiegen ist oder im Aufstieg ist, nicht befördert worden ist. Da gab es ja die alten Erlasslagen von 1992, dass das nicht möglich ist. Hier sind wir mit dem BMI in guten Gesprächen, auch wenn wir unterschiedliche Urteile dazu haben, OVG-Urteile, aber das letzte ist ja von Nordrhein-Westfalen, so dass wir hoffen, dass wir in den nächsten zwei Wochen dort eine Aufweichung erfahren werden, dass diese alten Erlasslagen aufgehoben werden und trotz Aufstieg dann im mittleren Dienst befördert werden kann, wenn die Kollegin oder der Kollege dann auf der Rangfolgeliste ist, logischerweise. Ja. Und also das heißt nicht, liebe Leute, wenn ihr Obermeister, Obermeisterin seid und ihr wisst, ihr steht an, zum Hauptmeister zu werden, dass ihr dann nicht mehr zum Aufstieg geht, nein, geht zum Aufstieg, es wird kommen, dass ihr dann auch Hauptmeister werdet oder Hauptmeisterin werdet. Und ich glaube, das ist auch schon mal eine gute Nachricht für uns hier. Wir arbeiten dran. Und Leute, langsam dreht sich das Rad, aber es geht vorwärts und steht da trocken wird den Stein. Richtig. Also danke, Erika, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Schön, dass wir uns so sehen konnten. Zufälle gibt's. Und bei Fragen, wie gesagt, könnt ihr uns einfach anschreiben oder euren Ansprechpartner. Und dann liebe Grüße aus Berlin und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Ne? Ja, danke. Tschüss.